Mein Name ist Philipp Herzog. Ich bin Geschäftsführer von der Osterwalder Werkzeugmaschine. Die ist 1954 vom George Osterwalder gegründet worden in Zug. Und 1994 hatte ich die Möglichkeit, hier in der Firma einzusteigen. Also wir tun heute eigentlich ausschließlich CNC-Werkzeugmaschinen, Langdrehautomaten und Drehmaschinen importieren, in der Schweiz verkaufen, installieren und auch Servicedienst leisten. Meine Überlegung war immer, dass die Firma einmal verkauft wird. Es ist eine Existenz für jemanden. In meiner Familie ist kein Nachfolger mehr. Darum ist auch der Punkt, irgendwo zu verkaufen. Ich bin auf Business Transaction gestossen, habe mich mal orientieren, wie läuft so ein Verkauf ab. Man gehört ja viel, ich finde niemanden, ich habe niemanden, ich weiss nicht wer, oder? Und dann hat sich der Zufall ergeben, den Verkaufsleiter, den ich kennengelernt habe. Wir haben Kontakt bekommen durch Geschäftliche. Und dann bin ich da auch angegangen. Aber in dem Zeitpunkt haben wir natürlich den Prozess mit der Business Transaction eigentlich schon angefangen gehabt. Und dann bin ich auf Business Transaction zugegangen. Ich war offen gewesen, ich habe jetzt hier jemanden. Und es wäre eigentlich so ein Wunschkandidat, wie ich es mir vorstelle. Ob man mit dem zuerst das durchziehen könnte, würde das nicht klappen. Und der Plan B, wie wir eigentlich vorausgedacht haben, dass Business Transaction uns verschiedene Bewerber offeriert. Speziell bei dem Projekt von der Firma Osterwalder Werkzeugmaschinen AG war, dass wir eigentlich gerade ins Eingemachte übergehen können, sprich in die Verhandlungen, die Diligence-Phase. Wir mussten nicht noch eine Käufer-Evaluation oder Suche oder die ersten Gespräche führen. Und man hat sich irgendwo durch schon gekannt, die Käufer- und Verkäuferseite. Das heisst, man, ja, sagen wir, das Vertrauen war irgendwo ein Stück weit schon aufgebaut. Man hat gerade können, wenn man in die Tiefe, in die schweren Themen und die Transaktion strukturieren und die Nachfolgelösung im Detail planen. Grundsätzlich steht der Kundenwunsch, der Kundennutzen und sagen wir auch die Lösung für die Firma im Vordergrund. Ich glaube, es ist logisch, dass wenn man eine Option hat, dass es auch dann die ist und dass man nicht sagen wir, eine Vielfalt hat oder eine Auswahl. Und ich glaube, das ist sicher das, was ich wahrscheinlich jedem Unternehmer empfehle, dass er zumindest sich mal die Auswahl anlässt und anschaut und dann auch kann entscheiden kann, welche Partei soll es sein. Für uns in der Umsetzung ist es insofern nicht ein Unterschied. Für mich war es nicht ganz klar, den wird es kaufen. Ich habe es eigentlich gewünscht. Das hat mir schon eigentlich die Ruhe gegeben. Wenn das nicht klappt mit denen, okay, dann gehen wir den nächsten Schritt. Dann bringt mir Business Transaction Vorschläge. Das ist schon beruhigend, muss ich sagen. Dass eine neutrale Person uns hier begleitet und den Verkaufsprozess auch führt. Es wird nicht nur der Verkaufsprozess geführt, es ist ja die ganze Bewertung gemacht worden und alle Verträge. Ich habe 28 Jahre Maschinen verkauft, aber ich habe nie eine Firma verkauft. Und da gibt es halt ein bisschen andere Schwerpunkte. Und da haben wir wirklich sehr gut betreut gewesen. Also der Verkauf der Firma würde ich eigentlich wieder gleich angehen. Dass ich jetzt gerade noch voraus einen gefunden habe, der mein Wunschkandidat ist, ist jetzt, sage ich, ist ein Zufall gewesen. Okay, jetzt kommt jemand, wie geht das weiter? Aber ich habe mich eigentlich im Kopf schon ein bisschen vorbereitet. Ich bin der Mensch, der loslassen kann. Und der Zeitpunkt ist einmal da. Ja, das erste Mal ein bisschen Freizeit genießen, ein bisschen mehr biken und aufs Boot. Vielleicht, dass ich dann mal die Fischroute vornehme. Und auch weitere Reise unternehmen. Vielleicht ein bisschen ausdehnter als in den letzten Jahren können sie.